In diesem Video sprechen wir über die Comica Boom XD Funkmikrofone in der D2 Ausstattungsvariante. In diesem Video verrate ich euch auch ein Problem, das die haben, das euch andere YouTuber nicht verraten, obwohl das Problem auf deren Aufnahmen zu hören ist. Also bleibt dran. So, da will ich euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Fangen wir mal mit den Nachteilen von den Geräten an. Ich will aber auch gleich sagen, die haben einige interessante Vorteile. Was ist also das Problem, das ich am Anfang angesprochen habe? Es sind Funkmikrofone und die sind im 2,4 GHz Band zu Hause. Das kennt ihr auch aus dem WLAN-N-Netzwerk. Auch da wird 2,4 GHz verwendet, hat den großen Vorteil, dass das quasi in jedem Land eine freie Frequenz ist und auch überall verwendet werden kann. Bei mir hat sich als Nachteil herausgestellt, dass die Aufnahme nicht ganz störungsfrei geklappt hat. Also die Verbindung zwischen den Sendern und Empfänger ist optimal, da gibt es gar nichts zu meckern. Aber auf dem Aufnahmegerät habe ich dann die Störgeräusche aus dem Funknetz gehabt. Dazu habe ich ein separates Video gemacht, schaut einfach mal in die Infokarte. Das Hauptproblem, das ich ausmachen konnte, ist das beiliegende Kabel. Das scheint nicht vernünftig geschirmt zu sein und überträgt somit die Störgeräusche auf die Aufnahme. Mich hat etwas gewundert, warum andere YouTuber das Problem nicht angesprochen haben und warum man das auch nirgends so richtig lesen kann. Das Problem ist nämlich ziemlich stark zu hören, beziehungsweise ist ein echtes Problem. Ich muss mein Aufnahmegerät ziemlich weit weg erstmal von den Teilen legen, damit ich diese Störgeräusche nicht drauf habe. Und dann muss ich zusätzlich noch andere Kabel als die beiliegenden verwenden. Ich bin der Meinung, dass das Problem eigentlich jedem auffallen müsste, der die Geräte verwendet. Umso verwunderter war ich, dass darüber irgendwie keiner so richtig gesprochen hat. Deshalb hatte ich erst die Annahme, das liegt irgendwie an meinem Aufnahmegerät, zum Beispiel meinem Zoom. Dann habe ich es mit einer Soundkarte probiert, aber auch da das gleiche Problem. Ich habe also YouTube-Videos ein bisschen analysiert und mir ist da eins besonders aufgefallen. Und zwar vom YouTuber Schießstand Foto und Video. Der hat ähnlich wie ich auch nicht mit der Kamera aufgenommen, sondern hat einen mobilen Audiorekorder verwendet. Ich habe den Zoom H1N jetzt hier gerade am Start. Der hat den Zoom H6 verwendet. Wenn man ab Minute 6,49 mal genau hinhört, gerade in den Redepausen hört man das ganz gut, hört man im Hintergrund ein leises Brummen und Summen, also so Störgeräusche, die über das Funknetz reinkommen. Zwischen Minute 7,10 und 7,12 hört man eine kleine Redepause, da ist es ganz besonders deutlich. Denn das integrierte Mikrofon funktioniert leider nicht. Schade, dass es den Vergleich hier jetzt nicht gibt, aber dann werde ich das wohl mal einschicken müssen. Leider. Das ist jetzt halt der Ton aus dem Boom X-D. Dieses Brummen kann man mit der Rauschentfernung entfernen, was der YouTuber ja hier nicht gemacht hat. Deshalb glaube ich, ihm ist es vielleicht gar nicht aufgefallen. Trotzdem war das für mich einfach nur nochmal eine Rückversicherung, dass ich mir das nicht einbilde und dass das auch kein Problem nur mit meinem Setup ist, sondern dass das tatsächlich auch bei anderen auftritt. Das Ganze lässt sich aber relativ einfach beheben, einfach vernünftig geschirmte Kabel kaufen, da funktioniert das Ganze auch. Die mitgelieferten besser nicht benutzen. Ihr hört mich ja die ganze Zeit schon über das Mikrofon, über die Funkstrecke. Ihr seht, es geht auch ohne diese Störgeräusche. Kommen wir jetzt aber zu den Genialitäten des Sets und zu den großen Vorteilen. Zum einen sind Ansteckmikrofone mitgeliefert, die nutze ich auch gerade. Also ihr hört mich jetzt über das Ansteckmikrofon, vorher habt ihr mich über das integrierte Mikrofon gehört. Das andere ist die Stereo-Mono-Funktion. Man hat ja einen Empfänger und zwei Sender. Und jetzt habe ich genau zwei Möglichkeiten, die zu benutzen. Entweder im Mono-Modus, das heißt, es wird nur eine Spur ausgegeben. Das ist zum Beispiel für Live-Aufnahmen interessant. Wenn ich zum Beispiel zwei Sprecher habe, die haben die Teile um und sprechen, dann möchte ich das ja ausgewogen auf beiden Ohren haben und nicht den einen Sprecher auf dem linken und den anderen Sprecher auf dem rechten Ohr. Dafür ist die Mono-Einstellung. Habe ich aber die Möglichkeit, das Ganze nachzubearbeiten, möchte ich ja am liebsten zwei getrennte Spuren haben. Dafür gibt es die Stereo-Einstellung. Das heißt, jeder Sprecher ist dann auf eine Spur zu hören und kann bearbeitet werden. Die Spuren können natürlich getrennt und zusammengemischt werden. So etwas Ähnliches habe ich schon mal in einem anderen Video über den Zoom H1N gezeigt. Da ging es um ein Stereo-Breakout-Kabel, das das Ganze quasi ohne Funk bewerkstelligt. Hier habe ich das Ganze jetzt quasi noch mit einer Funkstrecke dabei. Also sehr, sehr gutes Produktdesign. So dass ich mit meinem Aufnahmerekorder, der ja nur einen Eingang hat, aber trotzdem kann ich jetzt zwei Mikrofone parallel anschließen, parallel aufnehmen, aber die Spuren dann getrennt bearbeiten im Stereo-Modus. Ganz großer Pluspunkt an der Stelle. Vor allem auch, dass ich flexibel bleibe und auch den Mono-Modus benutzen kann und ganz einfach umschalten kann. Was auch eine gute Idee ist, dass beide Mikrofone getrennt voneinander geregelt werden können, was die Anhebung der Lautstärke angeht. Der Gain kann also für jedes Mikrofon separat eingestellt werden. Normal hätte ich jetzt auch noch das große Zubehörpaket mit der Windmuffe und so weiter als großen Pluspunkt empfunden.
Nur die drei Kabel, die dabei sind, ja, die kann man halt leider nicht benutzen, weil man sonst Brummen auf der Aufnahme hat. Dafür sind die Kabel einfach zu schlecht geschirmt. Was kann ich jetzt also als Fazit sagen? Nach dem Video wisst ihr ja, worauf ihr euch einlasst. Also ihr habt dann ein Mikrofonset, das ein Problem mit den Kabeln hat und ihr könnt ja schon die Kosten für das neue Kabel gleich mit reinkalkulieren. Wenn man das so macht, ist das Set auch völlig in Ordnung. Ich würde euch nur empfehlen, euer Setup gleich, wenn das Paket ankommt, einmal zu testen, ob es mit eurem Setup funktioniert. Vielleicht ist eure Kamera auch viel zu empfindlich und das Ganze brummt. Die Geräte haben ja einen Cold-Shoe-Adapter, das heißt, die sind schon dafür gedacht, dass man die direkt an der Kamera betreibt und das kann unter Umständen schon zu nah sein und die Störgeräusche können auf die Aufnahme kommen, auch mit einem guten Kabel. Wenn das bei euch der Fall ist, das Ganze einfach retournieren. Wenn das Setup aber bei euch problemlos funktioniert, ja, was soll ich sagen, dann kann man es natürlich so benutzen. Die mitgelieferten Mikrofone, also die mitgelieferten Ansteckmikrofone, sind jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, also die kann man benutzen, ihr hört mich darüber, alles in Ordnung. Aber ich zeige euch jetzt nochmal den Vergleich zu meinem EduTeach-Mikrofon. Natürlich auch über die Funkstrecke betrieben. Jetzt hört ihr mich über das EduTeach ETM-006 Ansteckmikrofon. Ihr könnt also hören, dass man mit einem besseren Ansteckmikrofon noch mehr aus der Funkstrecke herausholen kann, wenn man nicht die mitgelieferten benutzt.